Britta Cox hat einen furchtbaren Verdacht. Könnte es sein, dass sie und ihr Mann mit dem Geld für die private Altersvorsorge dazu beitragen, dass ihr Dorf verschwindet, sie ihren eigenen Untergang finanzieren? Nur wenige Kilometer entfernt graben sich bereits mächtige Bagger des Energiekonzerns RWE auf das Dorf zu, Meter für Meter. Die Menschen wehren sich gegen den Verlust ihrer Heimat. Auch Britta Cox. Ihr Haus, ihr Garten, alles hier soll weg. Der Gedanke, dass Beiträge für ihre Rente auch in den Energiekonzern RWE fließen könnten, ein Albtraum. Ich will nicht RWE finanzieren. Dann müssen wir gucken, dass wir das Geld rausziehen und irgendwo anders investieren, aber nicht mehr in diese Versicherung. Britta Cox geht es nicht nur um die eigene Existenz, sondern auch um eine klimafreundlichere Zukunft. Dieser Film erzählt die Geschichte von Menschen, die wissen wollen, was passiert eigentlich mit dem Geld für meine private Altersvorsorge? Wem schadet es? Und wer profitiert? Seit mehr als 100 Jahren lebt die Familie von Britta Cox bereits in ihrem Haus in Berberath, nicht weit von Köln und Düsseldorf entfernt. In diesem Garten habe ich als Kind schon gespielt. Meine Kinder spielen hier. Meine Mutter ist hier schon gewesen. Diese Stangen, die man hier sieht, diese Stange hier, da war früher die Wäscheleine dran, gespannt, von da hinten bis da. Also auf dieser Wäscheleine hat schon meine Urgroßmutter die Wäsche aufgehangen. Ja, diese beiden Bäume, ich schätze dadurch, dass wir sie im Kindergartenalter als Setzlinge geholt haben, die waren so groß. Ich schätze, dass sie um die 55, 60 Jahre müssten sie alt sein. Und ja, sowas würde ich am neuen Ort halt einfach auch nicht mehr erleben. Von hier wegziehen, für sie undenkbar. Doch bis 2028 soll hier alles abgerissen werden. Der Kampf gegen RWE ist längst Teil ihres Lebens. Wir haben 4 Kinder. Ich war lange Zeit zu Hause. Mein Mann ging arbeiten. Also wer kümmert sich um alles andere? Ich. Ne? Also auch um die Finanzen. Und dementsprechend gucke ich da halt auch drauf und sage wegen hier, ich möchte gerne wissen, wo wird jetzt hier das Geld eingezahlt und was wird mit dem Geld gemacht? Etwa mit der Betriebsrente ihres Mannes. Die läuft über die Allianz Pensionskasse. Ich habe halt gehört, die Pensionskasse, dass die unter Umständen auch in Braunkohle investieren. Und das würde ich gerne halt einfach mal überprüfen lassen. Finanziert die Allianz mit dem Geld für ihre Betriebsrente einen Konzern, der ihr Dorf zerstören möchte? Das will Britta Cox jetzt herausfinden. Was genau passiert mit dem Geld für unsere private Altersvorsorge? Wo wird es investiert, um Gewinne abzuwerfen? Ein profitabler Geschäftszweig? Immobilien. In Berlin treffen wir Sünke Köhler. Wie viele in der Hauptstadt ist auch sie davon bedroht, ihr Zuhause zu verlieren. Ihre Wohnung soll luxussaniert werden. Und die Miete extrem steigen. Also die haben halt von 707 auf 1700. Und bei mir hatte ich ja vorhin gesagt, von 500 auf 1500. Ihr Haus in Friedrichshain ist 2018 verkauft worden. Der neue Eigentümer, ein Immobilienunternehmen. Die Fortis Real Estate Investment AG. Also ich wohne seit 21 Jahren im Haus und möchte natürlich auch wohnen bleiben. Und wir haben halt am Anfang gleich eine Demo gestartet und eine Aktion, um auch unser Umfeld zu informieren. Also deswegen haben wir auch die Transparente gehängt. Seit mehr als 20 Jahren lebt Sünke Köhler in diesem Haus. Der neue Vermieter hat umfangreiche Modernisierungen angekündigt. Allein für den Balkon sollen über 300 Euro mehr sein. Mit der Heizung, wir haben ja schon eine moderne Heizung, die soll komplett rausgerissen werden und dann nochmal alles neu gemacht werden. Ja, aber auf unsere Kosten.
Wer profitiert von diesen unglaublichen Mietsteigerungen auf dem Rücken der Mieter? Sünke Köhler und ihre Nachbarn haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Über Artikel in der Zeitung haben wir erfahren, dass das Zahnarztversorgungswerk Schleswig-Holstein an der Fortis, also unserem Vermieter, beteiligt ist. So ein Zahnarztversorgungswerk ist ja dafür da, das ist im Prinzip die Rentenabsicherung für die Zahnärzte. Profitieren Zahnärzte aus Schleswig-Holstein von den Mieterhöhungen in Berlin? Die Mieterinnen und Mieter hier können die Nachricht zunächst kaum fassen. Die hatten alle eine Mieterhöhung bekommen. Bestimmt von den Zahnärzten haben mindestens 70% oder 80% überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und machen wir uns mal nichts vor, jeder, der 1,50 auf der Bank zu liegen hat, denken wir darüber nach, wo unsere Bank mit unserem Geld arbeitet? Auch nicht. Wissen die Zahnärzte aus Schleswig-Holstein überhaupt, was da mit ihren Rentenbeiträgen für ein Spiel gespielt wird? Köhler und ihre Nachbarinnen und Nachbarn entwickeln einen kühnen Plan. Dann haben wir überlegt, ob wir die Zahnärzte anschreiben. Also einer aus dem Haus hatte dann die Idee. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir ein Schreiben vorbereitet und haben uns aus dem Netz die E-Mail-Adressen rausgesucht. Das war nicht so einfach. Also es ist richtig viel Arbeit. Rund 1000 Zahnarztpraxen in Schleswig-Holstein haben sie ausfindig gemacht und alle angeschrieben. Wo sollen wir hin? Wollen Sie sich Ihren Lebensabend auf Kosten von Berliner Mietern finanzieren? Wir bitten Sie, gegen das Vorgehen der Fortis Group zu intervenieren und dem Zahnarztversorgungswerk vorzuschlagen, sich aus der Fortis Group zurückzuziehen. Mit freundlichen Grüßen, die Mieter Samariterstraße 8, Riegerstraße 35 und der Lehnbachstraße 7 in Berlin. Und dann haben wir noch ein paar Links mit Presseberichten angefügt, die wir schon hatten. Ja. Wie geht es weiter? Werden die Zahnärztinnen und Zahnärzte reagieren? Und wollen sie den Berliner Mieterinnen und Mietern überhaupt helfen? Zunächst müssen sich Sünke Köhler und ihre Nachbarn gedulden. Stefan Krostitz liebt das Meer. Hier an der Ostsee ist er aufgewachsen. Heute lebt er mit seiner Familie in Eutin, arbeitet bei den Stadtwerken Lübeck und kümmert sich dort um erneuerbare Energien. Dieser Job prägt mehr und mehr sein Leben. Klimaschutz ist für ihn eine Herzenssache. Die Generationengerechtigkeit ist mir sehr wichtig. Ich habe einen Sohn und wenn man Vater ist, dann möchte man natürlich auch, dass das eigene Kind die gleichen Chancen und Möglichkeiten hat wie man selbst. Vieles im Alltag hat Krostitz schon umgestellt. Die Familie kauft heute anders ein als früher, reist nicht mehr mit dem Flugzeug. Doch dem passionierten Kitesurfer reicht das noch nicht. Jetzt will er weitergehen. Wo kann er sein Leben noch nachhaltiger gestalten? Und wie? Auch er möchte genauer wissen, was passiert eigentlich mit den Geldanlagen der Familie? Wohin fließen sie? 4 Riester-Verträge haben die Krostitz. Darin stecken mehrere 10.000 Euro. Aus den Unterlagen selbst ist für ihn nicht zu erkennen, worin sein Geld investiert wird, wer letztlich was damit macht. Also ich persönlich hätte schon K.O.-Kriterien, die ich sehe bei Unternehmen, die sich eben mit Dingen beschäftigen, die mir gar nicht gefallen. Dazu gehört beispielsweise die Nutzung der Kernenergie, also der Betrieb von Kernkraftwerken. Dazu gehört die Waffenindustrie allgemein gesprochen, aber auch ausbeuterische Arbeitsbedingungen in Asien beispielsweise, in der Textilindustrie. Ob ihm seine Versicherung, die HDI, Auskunft gibt? Mein Ziel wäre es, herauszufinden, nach welchen Prinzipien das Geld angelegt wird bei der privaten Altersvorsorge, bei der privaten Rentenversicherung beispielsweise und natürlich auch Einfluss zu nehmen auf die Anlageformen in dem Sinne, dass solche Formen gewählt werden, die ich unterstützen möchte. Geht das denn?
kommt er als Einzelner überhaupt an diese Informationen heran? Er will es versuchen. Wie Stefan Krostitz sorgen Millionen Menschen vor, um die gesetzliche Rente aufzustocken. Mit Riester-Renten, Lebensversicherungen oder Betriebsrenten. Rund 87 Millionen Verträge gab es 2019. Dafür sammeln Pensionskassen und Versicherungen Beiträge von Millionen von Versicherten ein. Der Betrag wächst von Jahr zu Jahr. Bis Ende 2019 kam die gigantische Summe von rund 1,5 Billionen Euro zusammen. Das sind unvorstellbare 1.500 Milliarden Euro. Dieses Geld wird am Kapitalmarkt angelegt, damit es Gewinne abwirft. Ein großer Teil fließt in Unternehmen wie Automobilhersteller, Kraftwerksbetreiber oder andere Konzerne. Mit den Gewinnen aus diesen Investitionen wiederum wird die private Altersvorsorge finanziert. Gelder aus der privaten Altersvorsorge fließen auch in Immobilien. Hier in der Hauptstadt sind Altbauten als Geldanlagen besonders begehrt, da ihr Wert ständig steigt. Dieses Haus hat die Immobilienfirma Fortis gekauft. Sie erwirtschaftet damit Gewinne, von der auch Zahnärzte in Schleswig-Holstein für ihre private Rente profitieren. Sünke Köhler und ihren Nachbarn wurden Luxussanierungen angekündigt. Jetzt drohen saftige Mieterhöhungen, die sie nicht bezahlen können. Rund 1.000 Zahnärzte haben sie angeschrieben und um Hilfe gebeten. Also wir haben nicht so arg viel Rückmeldung bekommen, aber wir haben schon Rückmeldung bekommen von Zahnärzten. Und wenn wir Rückmeldung bekommen haben, dann waren die tatsächlich auch insoweit, dass die Verständnis haben. Und die haben dann sich tatsächlich auch an das Zahnarztversorgungswerk gewendet. Wie ging es dir denn, als du die Mail gelesen hast? Ich habe mich gefreut, ja. Also erstens war es ja auch eine sehr angenehme E-Mail. Ich kann sie mal kurz vorlesen. Ihre Geschichte hat mich betroffen gemacht. Meine solidarischen Grüße an alle Mitbewohner. Bleiben Sie wehrhaft. Liebe Grüße, Dr. Theo Römer. Es ist natürlich auch wichtig, dass es Leute gibt, die uns unterstützen. Also dass nicht jeder Zahnarzt nur das Geld das Wichtigste ist. Ja? Also dass es auch darum geht, dass nicht jeder andere Leute abzocken will. Ja? Also es geht ja, dass wir verdrängt werden sollen, nur damit da Rendite gemacht werden kann. Wer ist der Zahnarzt, der geantwortet hat? Wir wollen ihn kennenlernen und machen uns auf den Weg nach Schleswig-Holstein. Er arbeitet in Oststeinbek bei Hamburg. Theo Römer ist spezialisiert auf Implantate. Ich meine, die machen schon schöne Arbeit, ne? Ja. Als Basis. Ja, ja. Ist wirklich auch die Basis poliert schön und. Eigentlich ist Theo Römer schon in Rente. Doch er arbeitet noch in Teilzeit weiter. Er hat nicht immer als Zahnarzt gearbeitet und wohnt selbst zur Miete. Erstmal war die Mail schon so ein Notruf sozusagen. Und dann war ich zu der Zeit auch sensibilisiert, weil bei uns in der Straße Ähnliches stattfand und ich auch betroffen war. Also der Mensch interessiert mich schon und so interessiert mich der Mensch natürlich auch, wenn es darum geht, was passiert mit meinen Geldern, wo gehen die hin? Machen die Unheil vielleicht? Freiberufler wie Theo Römer, seien es Zahnärzte, Architekten oder Notare, zahlen in eigene Versorgungswerke ein, nicht in die gesetzliche Rente. Insgesamt 90 Versorgungswerke gibt es in Deutschland. Sie haben 2018 zusammen rund 218 Milliarden Euro angelegt. Vermehren soll sich dieses Geld über Aktien, Unternehmensanleihen oder Immobilien. Das Versorgungswerk von Theo Römer sitzt in Kiel. Es veröffentlicht jedes Jahr einen Geschäftsbericht. Dort steht, wie hoch die Erträge sind und in welche Vermögensanlagen investiert wird.
zum Beispiel Immobilien. Genaueres erfahren die Zahnärzte jedoch nicht. Als Zahnarzt, man liest sich diese Berichte, die man jährlich bekommt, mal durch, aber im Detail kann man auch nicht sehen, wo passiert was. Und das hat mich dann interessiert und ich habe denen auch gesagt, ja, ich werde mich erkundigen. Ich habe in Kiel nachgefragt, ob sich das so verhält, dass die Firma Fortis mit meinen Geldern bzw. mit den Geldern der Kollegen, die in das Versorgungswerk einzahlen, ob die wirklich das machen, dass sie nämlich dort die Mietverträge kündigen, beziehungsweise die haben sie ja nicht gekündigt in dem Sinne, die haben bloß gesagt, ja, besser ist es schon, wenn ihr auszieht. Ja? Denn die Miete wird so hoch werden, dass ihr die wahrscheinlich sowieso nicht bezahlen könnt. Also das war ja so ein Drohpotenzial, was da aufgebaut worden ist. Und da muss ich sagen, wenn mein Versorgungswerk mit ursächlich solche Sachen betreibt, dann finde ich es ganz schlimm. Und ich werde auch das weiter fragen, ob es so ist. Wird Theo Römer bei seinem Versorgungswerk etwas für die Mieterinnen und Mieter in Berlin erreichen können? Warum ist es so schwierig zu erfahren, worin Versorgungswerke, Pensionskassen oder Versicherungen ihr Geld investieren? Also die Milliardensummen, die wir alle zusätzlich fürs Alter zurücklegen. In Berlin treffen wir den Finanzexperten Gerhard Schick. Mit seiner Bürgerbewegung Finanzwende möchte er Licht ins Dunkel der Finanzindustrie bringen. Bei den meisten Altersvorsorgeprodukten kann man nicht wirklich wissen, wo die Rendite herkommt. Es ist also für den Bürger nicht nachvollziehbar, in was bin ich eigentlich genau investiert. Und nur dann weiß ich ja, was das auch für Auswirkungen auf mein eigenes Leben haben kann. Gerhard Schick kämpft für mehr Transparenz. Er weiß aber auch, noch fließt der Großteil des Geldes, das Versicherungen und Pensionskassen für unsere Renten anlegen, in ein System, das jahrzehntelang gewachsen und Teil unseres Wohlstands ist. Die Frage ist, können wir uns solche Investitionen noch leisten? In Energiekonzerne, die ihren Gewinn mit Kohle, Öl oder Gas machen und dabei Umwelt und Klima schaden? Wollen wir wirklich Konzerne unterstützen, die Sozialstandards und Menschenrechte missachten oder Waffen produzieren? Letztlich ist das ein Teil des Kapitals, mit dem unsere Wirtschaft läuft. Und damit werden da gute Sachen finanziert, die wir vielleicht gern haben als Bürger und als Sparer, aber auch die Sachen, gegen die wir protestieren, die uns ärgern, die uns stören. Und es ist ja eigentlich absurd, wenn ich dann selber etwas finanziere, wo ich dagegen bin. Aber wenn ich es nicht wissen kann, dann ist es halt so. Britta Cox kämpft gegen den Abriss ihres Dorfes durch den Energiekonzern RWE, der hier Braunkohle fördern will. Sie will wissen, fließt das Geld für die Betriebsrente ihres Mannes auch in RWE? Finanziert die Familie also indirekt den Untergang ihres Dorfes mit? Bislang hat sie noch keine Antwort von ihrer Versicherung, der Allianz, bekommen. Heute steht wieder eine große Demonstration gegen den Braunkohletagebau an. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir hier gesagt bekommen haben, wir müssen für diese energiepolitische Notwendigkeit umsiedeln. Und diese energiepolitische Notwendigkeit ist aber jetzt nicht mehr gegeben. So haben wir es nicht bestellt. Und so werden wir es nicht annehmen. Tatsächlich hat der Energiekonzern RWE die Erlaubnis, den Heimatort und damit das Haus von Familie Cox in einigen Jahren abzureißen. Das Schicksal von insgesamt 6 Dörfern steht auf dem Spiel. Die Demo heute startet keine 100 Meter entfernt von den Baggern. Britta Cox ist eine der Mitinitiatorinnen. Seit Jahren demonstrieren die Menschen hier gegen den Abriss ihrer Dörfer. Nein, das Leben ist kein Wunschkonzert.
Doch jedes Leben ist ein Wunderwerk. In Kohleunternehmen wie RWE zu investieren, für die Menschen hier ein Unding. Sollte das bei ihrer Betriebsrente der Fall sein, verwaltet von der Allianz Pensionskasse, wollen Britta Cox und ihr Mann Konsequenzen ziehen. Also da gehe ich ganz schwer von aus, dass die ganz schnell ein Kündigungsschreiben haben. Weil das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich, wenn ich jetzt Geld in die Rentenkasse einzahle, dass das dann dafür für genutzt wird, im Endeffekt um unsere Dörfer abzubaggern. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Doch mittlerweile ist ihr klar, so einfach ist das nicht, Informationen zu ihrer Betriebsrente zu bekommen. Wie kann das sein? Wir beschließen, unsererseits nachzuhaken. Und fahren wieder nach Berlin. Hier hat der Gesamtverband der deutschen Versicherer, kurz GDV, seinen Hauptsitz. Der Lobbyverband einer der mächtigsten Branchen in Deutschland. Es geht um richtig viel Geld. 1,5 Billionen Euro alleine für die Altersvorsorge verwalten die Versicherungskonzerne. Und er vertritt ihre Interessen. Jörg Asmussen. In der Tat ist Transparenz zum Teil schwierig im Moment zu erzielen. Wenn Sie als Kunde was einzahlen und dann wird alles gesammelt und die Investitionen sind zum Teil in über 100.000 verschiedene Anlageprodukte. Die Frage ist, wie du als Kunde einen Blick kriegst auf diese über 100.000. Und ich glaube, es gibt ganz praktisch zwei Wege. Zum einen, man fragt die Stelle, wo man das Produkt kauft, den Versicherungsvermittler, oder man guckt in den Geschäftsbericht der Gesellschaften, wo es, wie gesagt, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung auch heute schon geben muss. So. Also ich glaube, in der Tat ist es beides, wie immer. Ja, es gibt eine hohe Schuld des Kunden zu fragen, aber es gibt auch eine Bringschuld, Produkte anzubieten und sie dann bei Bedarf auch zu erklären. Nur in unseren Fällen hat dieses Erklären bislang nicht geklappt. Diese Einzelfälle aber, so Asmussen, könne er leider nicht kommentieren. Und überhaupt sei ja die EU dabei, hier mehr Transparenz zu schaffen. Ob das reicht? Zurück bei Stefan Krostitz. Er will herausfinden, was mit den Geldern in seinen Riester-Verträgen passiert. Der Familienvater möchte keine schmutzigen Geschäfte wie Kinderarbeit oder Rüstungsgüter damit finanzieren. Noch hat er keine Antwort von seiner Versicherung HDI bekommen. Also recherchiert er auf eigene Faust und macht sich auf den Weg zu einem Finanzexperten nach Berlin. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 10,5 Millionen Riester-Rentenverträge mit einer Gesamtsumme von etwa 160 Milliarden Euro. Der Großteil dieses Geldes wird in sichere Wertpapiere wie Staatsanleihen oder Pfandbriefe investiert. Der Rest fließt in Aktien, Anleihen von Unternehmen oder Immobilien. Wird Stefan Krostitz heute erfahren, wo das Geld aus seinen Riester-Verträgen investiert ist? Besuch bei der Organisation Facing Finance. Kommen Sie am besten gleich mit. Danke. Thomas Küchenmeister und sein Team verfolgen die Spur des Geldes. Wo legen Banken und Versicherungen die Gelder ihrer Kunden an? Dafür haben er und sein Team sich einen der Riester-Verträge von Stefan Krostitz vorgenommen. Wirklich einfach war das auch für die Experten nicht. Der setzt sich eben aus sehr vielen verschiedenen Einzelfonds zusammen, die wiederum in hunderte von Unternehmen investieren. Je Fonds nochmal hunderte von Unternehmen. Ja, zum Teil sind es hunderte von Unternehmen. Das als Kunde oder Verbraucher zu überblicken, ist ja sehr schwierig. Sehr schwierig. Sie hatten ja auch bestimmte Ausschlusswünsche. Die andere Seite würde mich natürlich auch sehr interessieren, ob da Rüstungsindustrie oder Kernkraft mit dabei ist. Können wir alles bieten, das haben wir alles gefunden. Gut. Küchenmeister hat einen sogenannten Nachhaltigkeitsfonds untersucht und der hat es in sich.
Sie sehen Fluggesellschaften, Sie sehen Ölkonzerne, Sie sehen auch die Rüstungsindustrie ist auch vertreten. ThyssenKrupp zum Beispiel ist der größte U-Boot-Produzent der Welt. Das, was Sie ausschließen wollen, ist nicht ausgeschlossen. Wurde Ihnen das versprochen, dass das nachhaltig ist? Ja, darüber wurde leider nicht gesprochen und das war ein bisschen kurz, die Beratung. Aber das Ergebnis ernüchternd. Mit seinen Riester-Verträgen finanziert Stefan Krostitz genau die Unternehmen, die er nicht unterstützen will. Einen der größten Rüstungskonzerne der Welt, Ölkonzerne und Fluggesellschaften. Wie geht er mit dem Ergebnis um? Zu erwarten war es, dass die Nachhaltigkeitskriterien nicht besonders scharf sein werden. Damit hatte ich gerechnet. Dass es so schwer ist, da nachhaltige Anlageformen zu finden, hätte ich nicht erwartet. Die Versicherung fortzuführen wäre natürlich eine bessere Variante, als sie zu kündigen. Und wenn ich sie in einem halbwegs nachhaltigen Modell weiterlaufen lassen könnte, wäre das ein Kompromiss. Wenn das nicht geht, dann würde ich das kündigen und mich erkundigen, was das für Folgen hätte, welche Kosten dadurch entstünden. Dafür braucht er noch Zeit und wir treffen ihn später wieder. Eins steht für ihn schon fest, alleine hätte er das alles nie herausgefunden. Warum gibt es von Seiten der Politik keine klareren Regeln, damit der Einzelne weiß, wohin sein Geld fließt? Vom Bundesfinanzministerium bekommen wir dazu leider kein Interview. Also fragen wir schriftlich nach. Wird es den Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft einfacher gemacht, das Geld für ihre Rente nachhaltig anzulegen? Die Antwort ernüchternd. Die Entscheidung über die jeweilige Anlagestrategie obliegt dem Verbraucher. Und? Es gibt derzeit keine gesetzlichen Bestrebungen, staatlich geförderte Finanzprodukte verbindlich auf Nachhaltigkeitsziele festzulegen. Dort, wo der Staat fördert, kann er Bedingungen stellen. Und das ist ja bei Riester-Produkten der Fall. Und da könnte man klar ausschließen, dass das Riester-Geld auch noch in fossile Energien reingeht oder in Rüstung. Es braucht ein Angebot von Finanzprodukten für die Altersvorsorge, wo die Bürger wirklich sehen können, was ist da eigentlich die ökologische Wirkung. Also wo man entscheiden kann, ist das wirklich grün oder ist es nicht. Das ist heute bisher nicht der Fall. Und da muss auch Greenwashing ausgeschlossen werden, also der Versuch, etwas grün darzustellen, was gar nicht wirklich grün ist. Und auf der anderen Seite braucht es klare Regeln bei der staatlich geförderten Altersvorsorge, dass es keine steuerliche Unterstützung für Finanzprodukte gibt, die ökologisch schädlich sind, denn sonst konterkariert der Staat ja seine eigenen Klimaziele. Firmen wie die von Stefan Reber könnten helfen, eben diese Klimaziele zu erreichen. Doch dafür braucht sein Unternehmen Geld. Er hat ein Verfahren erfunden, mit dem Wafer, kleine Platten, aus denen Solarzellen gemacht werden, sehr viel günstiger als bisher hergestellt werden könnten. Damit würde der Preis von Solarstrom deutlich sinken, hofft Reber. In Freiburg hat er schon eine Modellanlage gebaut, stellt Prototypen der Wafer her. Jetzt will Reber mit seiner Firma eine Fabrik bauen, um die Wafer im großen Maßstab zu produzieren. Dafür braucht er dringend Geld. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, als Startup so große Kapitalvolumina zu heben. Wir bauen richtige Fabriken, es kostet Geld. Geld, das Pensionskassen und Versicherungen haben. Es würde ihm helfen, seine Erfindung auch auf den Markt zu bringen. Das Energiesystem wird sich umbauen. Es ist ganz klar, wohin die Reise geht. Es ist auch klar absehbar und damit auch eine sichere Investition. Für die, die da investiert sind, nämlich die Leute, die ihre Pensionen, ihre Renten daraus finanzieren, heißt das, wer da investiert, wo eine zukunftsfähige Technologie entsteht, der hat da letztendlich auch eine sichere Bank für seine Ersparnisse. Heute führt er Jochen Wermuth durch die Anlage. Ein Vermögensverwalter, der mit seinen Fonds ausschließlich in nachhaltige Anlagen investiert. Das ist hier in dieser Anlage. Hier fahren die Wafer von links nach rechts durch. Wermuth ist auf klimafreundliche Unternehmen spezialisiert.
8 Millionen Euro hat der Vermögensverwalter bereits in Rebers Waferproduktion investiert. Also es ist von null gerechnet, es ist nicht minus die 95, die wir zuerst investiert haben, ne? Richtig? Oder ist es? Ja. Um eine neue Fabrik aufzubauen, braucht Reber jedoch sehr viel mehr Kapital. Jochen Wermuth muss daher noch weitere Investoren für ihn finden. Dafür ist er weltweit unterwegs, versucht Überzeugungsarbeit zu leisten. Jochen Wermuth investiert nur in klimafreundliche Unternehmen. Ungewöhnlich in dieser Branche. Für ihn ist eine Firma wie Nexwave, die in Zeiten der Klimakrise eine solche Erfindung auf den Markt bringt, auch eine mögliche Geldanlage für Versicherungen und Pensionskassen. Doch warum klappt das nicht? Warum kommen grüne Unternehmen und das Geld nicht zusammen? Das Interview im Zug dürfen wir ausnahmsweise ohne Maske führen. Die Anzahl der Projekte, die wir haben, in die wir investieren wollen, ist riesengroß. Uns reicht es nicht. Wir haben keinen Zugang zu Kapital. Es fällt unheimlich schwer, Geld zu bewegen. Da liegen Milliarden und Billionen herum. Aber das Geld kommt nicht an, wo es hin muss, weil Leute konservativ immer das machen, was sie alle anmachen. Und keiner ist bereit, das Risiko zu gehen, mal eine neue Technologie, ein neues Projekt zu machen. Dabei zeigen Beispiele aus dem Ausland, dass viele Menschen schon viel weiter sind, mehr Engagement fordern. In Holland zum Beispiel haben die Pensionskassen einfach mal gefragt. Und 80% der Pensionäre haben gesagt, natürlich wollen wir, dass unser Geld mit positiver Wirkung investiert wird. Warum also legen die Versicherer das Geld für die private Altersvorsorge nicht in nachhaltigen Unternehmen an? Wir fragen noch einmal nach beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Wir wollen grüner werden. Die Kunden fordern das auch. Es ist auch richtig so. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Kern ist die Sicherheit. Dann spielt die Rendite eine Rolle. Und dann haben wir natürlich auch regulatorische Auflagen. Insofern ist die Frage, kann man in etwas investieren und sicherstellen über die nächsten 20, 30 Jahre, sichert das diese sicheren Zahlungsströme an uns zurück? Und das ist immer die Frage bei völlig neuen Technologien. Wenn die Versicherer grüner werden wollen, warum passiert so wenig? Sind die neuen Technologien tatsächlich so viel riskanter als die alten? Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass die klimafreundlichen Sachen riskanter wären als andere. Ein Windrad und eine Solaranlage, ein Geothermie-Kraftwerk können genauso langfristig Erträge erwirtschaften wie ein Kohle- oder ein Gaskraftwerk. Der Punkt ist nur, dass es natürlich ein Umdenken jetzt braucht von der alten Technologie in die neue. Und vor allem dauert das Umsteuern viel zu lang. Zurück in Berberath. Britta Cox weiß noch immer nicht, ob sie mit ihrer privaten Altersvorsorge indirekt auch den Abriss ihres Dorfes finanziert. Sie hatte ihre Versicherung, die Allianz, angeschrieben. Bis heute ist noch keine Antwort eingegangen. Ich hatte es per Mail dahin geschickt über die Website, wo man Anfragen stellen kann. Und bis jetzt ist noch nichts eingegangen bei mir. Ist die Betriebsrente ihres Mannes in RWE investiert oder nicht? Wir bitten die Allianz um ein Interview. Leider wird es abgelehnt. Stattdessen bekommen wir ein Faktenblatt zugeschickt, in dem die Allianz ihren Nachhaltigkeitsansatz erklärt. Ein Baustein seien klare Ausschlusskriterien bestimmter Investments, zum Beispiel in kontroverse Waffen oder Kohle. Stimmt das wirklich? Die Aussage wollen wir überprüfen lassen. Wir fahren wieder zu Thomas Küchenmeister von Facing Finance, unserem Finanzfachmann. Was sagt er zum Faktenblatt der Allianz? Ja, wenn ich mir das so anschaue, dann sehe ich hier zum Beispiel einen Hinweis über klare Ausschlusskriterien bestimmter Investments, zum Beispiel in kontroverse Waffen oder Kohle. Nur stimmt das wirklich? Hat sich die Allianz komplett aus der Kohle verabschiedet, wie es das Faktenblatt behauptet?
Man kann den Eindruck gewinnen, wenn man das liest, dass es keinerlei Investments in Kohle gibt. De facto ist es aber so, dass die Allianz sich offen hält, in Unternehmen zu investieren, die weniger als 30% ihres Umsatzes durch Kohle generieren, was noch sehr viel ist und was noch eine enorme Klimarelevanz und CO2-Relevanz hat. Die Allianz schließt Kohle also nicht klar aus. Sie verringert lediglich ihre Investments in Kohle. Warum spricht der Versicherungskonzern dann trotzdem von Kohle als klarem Ausschlusskriterium? Wir fragen die Allianz und bekommen folgende Antwort. Tut mir leid, dass die Angaben im Faktenblatt für Sie missverständlich sind. Das Faktenblatt soll in aller Kürze die wesentlichen Aspekte der Kapitalanlage darstellen, darunter auch den Punkt Nachhaltigkeit. Es ist natürlich kein sauberes Vorgehen, hier so missverständliche Formulierungen zu benutzen. Also da könnte sich der nachhaltig interessierte Kundin oder die Kundin oder der Kunde auch getäuscht fühlen, ne? Dass man sagt, wir investieren nicht in Kohle und es ist de facto nicht so. Wenn die Allianz noch in Kohle investiert, investiert sie die Gelder für Betriebsrenten auch in RWE? Das war ja die Frage von Britta Cox. Thomas Küchenmeister recherchiert es für uns. Wir haben festgestellt, dass die Beiträge aus den Verträgen der betrieblichen Altersvorsorge bei der Allianz, die werden gemanagt von Allianz Global Investors. Da geben Sie ein, RWE zum Beispiel, da finden Sie sofort einen Eintrag darauf, dass es eine Beteiligung an einer Anleihe gibt. Die Beiträge für Cox Betriebsrente sind also auch in den Energiekonzern RWE investiert. Zurück in Berberath bei Britta Cox. Von der Allianz hat sie immer noch keine Antwort bekommen. Wir zeigen ihr, was Thomas Küchenmeister in Sachen RWE herausgefunden hat. Also hier sieht man, dass die Allianz über Fonds oder über Fondsgesellschaften immer noch an der und dem Unternehmen RWE beteiligt ist, in der Größenordnung von 17,36 Millionen. Das sind also relativ aktuelle Informationen, die vom 30. Juni 2020 stammen. Ja, da bin ich ein bisschen sauer drüber jetzt gerade. Das muss ich wirklich sagen. Schockt mich gerade ein bisschen. Wir zeigen ihr auch das Faktenblatt, das wir von der Allianz bekommen haben. Mit Kohle als angeblichem Ausschlusskriterium. War ja mal wieder klar. Egal, was man macht, egal, wie man es dreht und wendet, irgendwo finden die immer ein Schlupfloch. Man weiß ja als Mensch, der so eine Versicherung abschließt, im Endeffekt gar nicht. Ne, die sagen von wegen, wir investieren nicht in Kohle. Das heißt für mich, wir investieren nicht in Kohle und auch nicht in RWE, im Endeffekt in die Sparte Kohle bei RWE. Jetzt steht fest, Familie Cox finanziert über ihre Betriebsrente auch den Konzern, der ihr Dorf abreißen will. Was tun? Zurück zu Zahnarzt Theo Römer, der den Hilferuf der Berliner Mieterinnen und Mieter bekommen hat. Konnte er etwas für Sie erreichen? Immerhin hat er von seinem Versorgungswerk eine Antwort bekommen. Da ist sie. Und diese Mail lautet: Ich darf Ihnen mitteilen, dass das Versorgungswerk nicht befugt ist, eine Stellungnahme in Bezug auf Fortis abzugeben. Das ist allein Sache des Vorstandes der Fortis Real Estate Investment AG. So steht es im Aktiengesetz. Mit freundlichen Grüßen. Das war die Antwort. Also es ist nichts auf die Frage, was ist denn jetzt mit dem Versorgungswerk und Fortis, wie ist denn das gelaufen und sind Sie da noch drin in dem Geschäft oder haben Sie es vielleicht schon aus ethischen Gesichtspunkten schon wieder eliminiert? Nein, das ist die Antwort von heute. Wir wollen es genauer wissen und fragen nach beim Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein. Doch ein Interview lehnt die Kammer ab. Wir haken schriftlich nach. Billigt die Zahnärztekammer das Vorgehen der Fortis gegenüber den Berliner Mietern? Und bekommen diese Antwort.
Dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer geht es nicht darum, durch drastische Mieterhöhungen die Renten ihrer Zahnärzte zu sichern. Außerdem zitiert die Zahnärztekammer die Immobilienfirma Fortis. Notwendige Mieterhöhungen werden sich an den finanziellen Möglichkeiten des Mieters orientieren. Mit einer Mieterhöhung um das Dreifache ist nicht zu rechnen. Wir haben kein Interesse, unsere Mieter zu verlieren. Sind damit die drastischen Mieterhöhungen vom Tisch? In Berlin treffen wir noch einmal Sönke Köhler. Wir berichten, was das Versorgungswerk der Zahnärztekammer geschrieben hat, dass die Firma Fortis kein Interesse hätte, Mieter zu verlieren und Mieterhöhungen sich an deren finanziellen Möglichkeiten orientieren würden. Sönke Köhler zeigt uns nochmal das Schreiben der Fortis. Also hier unten steht es, Ihre Kaltmiete erhöht sich von 574 Euro um 941 auf 1515 soll sie sich erhöhen. Also eine Erhöhung fast auf das Dreifache. Nein, das kann ich mir nicht mehr leisten. Also es ist, das geht nicht. Nee. Also das ist unmöglich. Worum es denn wirklich nicht geht, ist um die Mieter. Das geht denen nur ums Geld. Also das ist alles, was die wollen. Geld. Also das ist so. All die Mühe umsonst. Rund 1000 Zahnärzte haben sie angeschrieben. Genutzt hat es bislang wenig. Was ich mir da schon tatsächlich wünschen würde, ist, dass da ein paar mehr Zahnärzte auch sagen, so geht's nicht. Also, ja, also Geld ist doch nicht alles. Für Sönke Köhler bleibt die Unsicherheit, die Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Noch einmal zurück nach Eutin zu Stefan Krostitz. Er hat unterdessen Antwort von seiner Versicherung bekommen. Die HDI bietet ihm an, in einen anderen, angeblich nachhaltigeren Riester-Vertrag zu wechseln. Krostitz beschließt, seiner Versicherung treu zu bleiben. Auch, weil bei einer Kündigung die staatlichen Riester-Zulagen weg gewesen wären. Im rheinischen Braunkohlerevier fragt sich Britta Cox, welche Konsequenzen zieht sie aus der Tatsache, dass die Beiträge für die Betriebsrente ihres Mannes in RWE investiert sind? Also für mich ist eigentlich überhaupt alles, was die Umwelt in irgendeiner Weise belastet, ein No-Go darin zu investieren. Aber wir müssen halt gucken, wie kommen wir aus diesen Verträgen im Endeffekt gut und günstig raus. Die Verträge sind veraltet und das System ist veraltet. Die Braunkohle ist veraltet. Also da muss man jetzt schauen, dass man da vielleicht auch wirklich jetzt mal was Neues an den Start bringt und dass sie danach gucken können und uns da auch mal irgendwo entgegenkommen. So wie Britta Cox wünschen sich viele, die Gelder ihrer privaten Altersvorsorge sollen weder Menschen schaden noch die Umwelt zerstören. Wir alle haben das Recht zu erfahren, was mit unserem Geld fürs Alter passiert. Und wir müssen selbst bestimmen können, wo es angelegt wird.